Das spannende Finale des Alpenmasters geht hier jetzt weiter. Eliminiert ist bereits die Moto Guzzi Bellagio. Jetzt sind wir nach dem Schilfserjoch hier am Aufstieg zum Gavia, also wieder, bereits wieder ein paar Kurven und kehren weiter. Hier fahren die Kollegen Tester aus Deutschland und aus vier anderen Ländern jetzt aus, wer als nächstes Motorrad ausscheidet. Mit dabei ist natürlich auch die GS, die im Vorjahr gewonnen hat. Die musste sich in diesem Jahr nicht in den einzelnen Gruppen qualifizieren, sondern war von vornherein mit dabei. Oben am Gavia sehen wir jetzt dann, welches Motorrad als nächstes ausscheidet. Wir sind inzwischen auf der Passhöhe des Gavia angekommen, in 2650 Meter. Das Wetter zieht inzwischen leider ein wenig zu, aber vielleicht kriegen wir unsere Testrunde ja doch noch zu Ende ohne Regen. Die Entscheidung ist also gefallen, das nächste Motorrad ist draußen und es ist die Honda CBR 600. Hier wird gerade das Abschiedsfoto produziert, alle winken der CBR und wir gehen gleich rüber zu unserem Testchef Gerd Töhle und fragen, warum es jetzt die CBR getroffen hat. Warum war es jetzt dann doch die CBR? Was sind denn technisch die Gründe? Technische Gründe, ja, in erster Linie der Motor natürlich. Also es ist ein ganz hervorragendes Motorrad, ganz hervorragend ausbalanciert, fährt sich wunderschön. Nur der Motor hat eben 600 Kubik und 4-Zylinder, das heißt unten kommt er nicht so richtig aus dem Eck und man muss ihn drehen, den Motor. Aber es ist ein sehr ausgewogenes, sehr schönes Motorrad und es war eigentlich eine Überraschung für mich. Gut, dann haben wir jetzt noch vier Motorräder und schauen, wie es weitergeht. Danke.